Hallo, grüß euch. Es geht um die Beschleunigung. Wie ist die Beschleunigung definiert? Wo kommt die Beschleunigung überhaupt im Alltag vor? Ja, dazu müssen wir also uns anschauen, wie Autos gerne beschrieben werden, mit welcher Beschleunigung sie von 0 auf 100 Stundenkilometer kommen. Dort kommt das Wort Beschleunigung vor und genau das nehmen wir als Definition. Naja, zum Beispiel also ein Auto beschleunigt Auto von 0 auf 100 km/h in 7 Sekunden. Aha. Naja, das heißt, jetzt könnte ich diese 100 km/h überlegen. Das heißt, in 7 Sekunden der Reihe nach wird die Geschwindigkeit immer schneller. Das heißt, wenn ich jetzt durch 7 dividiere, was ist denn jetzt 100 km/h durch 7? Naja, das ist dann ungefähr 14 km/h pro Sekunde. Ich habe es mit C jetzt einmal geschrieben. Pro Sekunde wird also das Auto schneller. 14 km/h. Ja, nur das ist jetzt hier so eine Mischgröße. Einerseits km/h und andererseits pro Sekunde werden wir dann wirklich auch dividieren. Und damit kommen wir auf die exakte Definition. Aber die Kilometer pro Stunde müssen wir erst in Meter pro Sekunde umwandeln. Wie geht denn das? Da gibt es einen Zahlenwert. Ich muss einfach nur multiplizieren mal 3,6. Dann haben wir also ungefähr die Meter pro Sekunde. Naja, wie geht das jetzt wieder? Nein, Moment, stopp, mal 3,6 geht nicht. Kilometer pro Stunde ist mehr als wie Meter pro Sekunde. Ich muss dividieren durch 3,6. Dividieren durch 3,6. Also da kann man, weil ich merke mir das immer so, Kilometer pro Stunde ist immer sind in drei Buchstaben. Meter pro Sekunde sind zwei Buchstaben, das ist hier weniger. Deswegen muss man also dividieren. Okay. Durch Fehler lernt man. Das heißt, wenn ich jetzt durch 4 dividiere, ungefähr 4 mal 4 wäre 16, das wird ungefähr 4 sein. Ja, wenn man genau rechnet, kommt man wirklich auf 4 Meter pro Sekunde. Wäre also jetzt hier die Geschwindigkeit. Und dieses pro Sekunde, damit haben wir also die Definition. Beschleunigung. Ja, wie ist denn das jetzt definiert? Beschleunigung kriegt einen Buchstaben. Naja, welchem? Wieder mal vom Englischen. A. Das kommt also vom Acceleration. Die Beschleunigung. A. Und das wird also definiert jetzt als Geschwindigkeitszunahme. In dem Fall haben wir gesagt, die 4 Meter pro Sekunde. Pro Sekunde wird es schneller. Das heißt, das ist also jetzt die Geschwindigkeitszunahme. Delta V, wieder eine Geschwindigkeit von 2, also wenn ich schon auf 20 bin, dann komme ich auf 24. Die Differenz also hier von 24 auf 20 durch Delta T. Und man kann es wieder ausführlicher schreiben, Geschwindigkeit 2 minus Geschwindigkeit 1 durch T2 minus T1. Und das wäre also jetzt hier interessanterweise, also die Maßeinheit ist also jetzt so, wir haben also jetzt hier die Einheit von der Beschleunigung Meter pro Sekunde Quadrat. Also ein bisschen verrückt, weil hier eine Quadratsekunde vorkommt. Das hat natürlich keinen sinnvollen Zusammenhang. Ist einfach durch die Division von Meter pro Sekunde entstanden. So, jetzt wollen wir uns also Folgendes anschauen. Und das ist das Beispiel 3. Wo ich habe also jetzt hier ein Rennauto. Das hat also folgende Wegfunktion, s von t gleich 6t Quadrat minus t hoch 3 gebrochen durch 6. Aha. Also das wäre also die Wegfunktion, die diesem Auto also zugeordnet ist. Ich könnte mir sofort für jede Zeit eine Wegstrecke ausrechnen. Jetzt wollen wir uns also anschauen, wie man also jetzt hier zur Geschwindigkeit und zur Beschleunigung kommt. Geschwindigkeit v
von T ist nichts anderes als die erste Ableitung von der Wegfunktion. Das heißt, ich muss also wieder die Hochzahl nach vorne bringen. 6 mal 2 ist 12 T minus 3er nach vorne gebracht. Gleich gekürzt mit 6er ergibt also hier nur mehr 1/2 und T hoch 2. Eine Potenz weniger. So, das wäre die Geschwindigkeit. Und jetzt kommt wieder. Für die momentane Beschleunigung brauche ich also jetzt wieder einen Differenzenquotient oder eine Ableitung. Das heißt, die Beschleunigung wird das jetzt gleich wieder eine nächste Ableitung. Praktisch, also a von t ist einfach die Ableitung der Geschwindigkeit oder die zweite Ableitung vom Weg, von der Wegfunktion. Also ich muss die Funktion jetzt nochmal ableiten. 12 mal t, 12 mal t hoch 1, also 1 mal 12 ist 12 und t hoch 0 ist 1, minus für t hoch 2 muss ich den 2er nach vorsetzen, kürze ich mit dem 2er, also es bleibt nur noch t übrig. Damit hätte ich also jetzt hier die Beschleunigung. Um es gleich ein Beispiel hier zu rechnen, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten zu rechnen. Ich kann also hier zum Beispiel überlegen, wann ist denn jetzt die Beschleunigung 0? Wann a von t gleich 0? Naja, das sieht man ja, wenn man die Funktion anschaut, wenn also t gleich 12 ist. Aha, dann ist die Beschleunigung 0. Ja, aber wenn eine Beschleunigung 0 ist, also man muss so denken, man tritt aufs Gas und beschleunigt, man wird immer schneller. Aber wenn ich jetzt hier Beschleunigung 0 habe, wird man nicht mehr schneller. Das heißt, ich habe also auch noch hier die Höchstgeschwindigkeit damit erreicht bei t gleich 12 Sekunden. Okay, das heißt, ich brauche jetzt nur noch einsetzen in v von 12 und dann hätte ich also hier 12 mal 12 minus jetzt hier 12 zum Quadrat, 12 Quadrat und halbe. 12 mal 12 ist 144 minus 144 halbe, also minus 72 bleibt 72 Meter pro Sekunde. Das ist also wirklich ein Rennauto, das ist ordentlich schnell. 72 muss ich also jetzt umgekehrt jetzt noch wieder mit 3,6 multiplizieren. Dann hätten wir es also wieder in Kilometer pro Stunde. 3 mal 7 ist 21, na bumm, 210. 4 mal 7 ist 28, ungefähr 250 km/h. Ja, das ist eben halt Rennauto. Okay.